Die Schülerinnen und Schüler der Förderklasse 1. Die Schülerinnen und Schüler der Förderklasse 2 des Landesinstituts für Hörgeschädigtenbildung in Graz. Das überregionale Sonderpädagogische Zentrum für Hörbeeinträchtigte in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm. Gute Freunde. Kinder spielen am Spielplatz. Hallo, ich bin Max. Mein Gebärdenname ist Max. Hallo, ich bin Nina. Mein Gebärdenname ist Nina. Ich bin gehörlos. Du auch? Nein, ich höre, aber meine Eltern sind gehörlos. Deswegen kann ich die Gebärdensprache. Mir ist kalt. Komm, gehen wir zu mir nach Hause. Max geht zu Papa und winkt. Papa, bitte schalte den Staubsauger ab. Wir haben Besuch. Meine Freundin Nina ist da. Sie ist auch gehörlos. Ach so. Wollt ihr ein bisschen Fernsehen? Jetzt gibt es einen guten Film mit Untertitel. Die Kinder sind vor dem Fernseher und schauen den Film an. Plötzlich vibriert das Handy am Tisch. Papa nimmt das Handy und telefoniert mit der Gebärdendolmetscherin. Hallo, du brauchst mich heute? Heute hast du um 18 Uhr einen Arzttermin. Stimmt's? Hallo, ja, das stimmt. Kommst du um 5 Uhr? Okay, ich bin um 5 Uhr bei dir zu Hause. Dann gehen wir zusammen zum Arzt. Es läutet an der Tür. Papa macht die Türe auf und die Dolmetscherin ist da. Am nächsten Tag besucht Max Nina zu Hause. Die Familie sitzt am Tisch und plaudert. Alle reden durcheinander. Nina klopft auf den Tisch. Bitte redet nicht alle durcheinander. Ich verstehe nichts. Bitte sprecht langsam und schaut mich an. Warum verstehst du uns nicht? Du hast doch Hörgeräte. Hörgeräte helfen nur ein bisschen. Ganz normal kann ich damit nicht hören. Aber schau, wie schön meine Hörgeräte sind. Sie sind rosa. Hallo, grüß Gott. Maja Schreiber, grüß Gott. Das ist meine Tochter, die Nina. Hallo. Ja, grüß Gott, Sie kommen ja heute zum Hörtest. Genau. Ja, kommen Sie gleich mit. Gut. Genau. So, jetzt kommt der Ohrabdruck, jetzt könnten wir uns dann da hinten hinsetzen, oder? Heute machen wir die Ohrabdrücke, du weißt die, für deine Hörgeräte. Zuerst schaue ich einmal in dein Ohr, gell? Gut. Genau. Super. Das passt. Jetzt kommt die Watte hinein, gell? Ja, machen wir Licht. So. Genau. Sehr
sehr brav bist du. Ja, machen wir noch einen Deckel drauf. So, da kommt es auch raus. Genau. Gerade muss man aufpassen. Schau, schön haben wir das gemacht. So, schau, mein Lieber, jetzt zeige ich dir. So viele schöne Hörgeräte haben wir da. Und du musst jetzt überlegen, was möchtest du für eine? Schau mal, die Mama hilft dir. Ah, das sind viele verschiedene Farben. Was gefällt dir, Nina? Ein rosarotes Hörgerät? Okay, bitte nimm's dir. Und in einer Woche, wenn die Hörgeräte fertig sind, dann kommst du nochmal und dann bekommst du zwei neue Hörgeräte. Okay? Ja, super, schön. Hallo Nina. Heute bekommst du zwei neue Hörgeräte, gell? Pass auf, ich zeig's dir, schau. Genau, da oben auch ganz genau hineindrücken. Sehr gut. Und, wie geht's dir jetzt? Gut? Ist das gut? Was sagt die Mama? Ja, hübsch schaut sie aus, gell? Dankeschön, vielen Dank. Bitte gerne. Tschüss, Baba. Auf Wiedersehen. Ninas Mama erinnert sie, dass heute am Abend das Treffen der Spielgruppe ist. Nina lädt Max zur Spielgruppe ein. In der Spielgruppe treffen sich hörbeeinträchtigte Erwachsene und Kinder. Manche tragen die Hörgeräte hinter dem Ohr, so wie Nina. Und einige haben eingebaute Hörgeräte, die nennt man CI. Dafür muss man zu einer Operation ins Spital. In der Gruppe ist es lustig. Es wird gespielt, gebastelt, Musik gehört. Ja, Musik! Die Musik kann nämlich über den Körper wahrgenommen, gespürt werden. Alle genießen die entspannte Atmosphäre. Es wird gelacht, gesprochen und auch gebärdet.